Frühstück bei Stefanie. Es ist ja, wie es ist. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich ja schmieren. Mich und Zucker nehmt ihr selber. Heute ist ja Bambi, ne? Ja, ich will das gar nicht sehen, wenn die sich da gegenseitig ihre Preise zujuckeln. Ja, was soll das überhaupt? Da wird weiter gar nichts gemacht. Franz, du bringst es in deiner bescheidenen Art auf den Punkt. Nix machen die da. Gar nichts. Guck, ich hab letztes Jahr schon zu meiner Mutter beim Gucken gesagt... Nur noch roter Teppich und gleich Aftershow-Party und das Gesabbel dazwischen ganz weg. Zumal die Preisträger ja eh schon wissen, dass sie was kriegen, ne? Ach, du meinst auch, so hieß das? Ja, die wissen das alle. Die müssen ja anwesend sein, ne? Da kenn ich mich aus. Ja. Das war damals mit uns bei der Goldenen Rosette auch so. Oh, ah, richtig. Was war da noch? Georg, als ich noch bei der Futterluke gearbeitet habe, da haben wir doch die Goldene Rosette von der Innung gekriegt. Ah. In der Kategorie Ideenwettbewerb Putenhack-Produkte. Ach, diese Putenfrikadellen, ja, die macht die wohl. Putenhack-Taler, ne? Also, auf jeden Fall wussten wir schon Wochen vorher, dass wir die Rosette kriegen, ne? Denn zieht sich ja ganz anders an bei so einem Empfang. Sie ist ja beim Bambi. Allein für einen roten Teppich. Ne? Das will man doch dann auch wieder sehen. Ja. Wenn sie den Starre nach ihren Styling fragen. Wieso, was interessiert mich denn, von wo Uschi Glas ihre Klamotten her hat? Also ich bitte dich. Wieso, die Klamottenberichte sind ja Standard. Was weiß ich, Gutenberg in einen bodenlangen Seidentraum von... Was? Dieser? Nein, sie. Das interessiert einen doch, was die Preisträger tragen, ne? Also ich wurde ja auch gefragt. Was gefragt? Ja, bei uns war es bei der Innung so, du kommst ja an zur Preisverleihung. Ach guck, roter Teppich. Nein. Das war so ein genoppter Gummiboden. Aha. Wie auch immer, großes Hallo, erstmal Sekt auf der Hand, ne? Und dann spricht mich auch gleich eine auf meinen Raffkragenbläser an. Von Herdi? Ich? Nee, von Adler. Ah. Ne? Von dem her kenne ich mich also, man macht es nicht gerne, aber es gehört auch dazu. Also genau wie beim Bambi, von dem her sehe ich es vielleicht noch anders als ihr. Ja, da können wir natürlich nicht mitreden. Darf man fragen, was da zu essen gab? Pumpernickel mit Fleischsalat. Donnerwetter. Was macht noch richtig, Franz? Ich brauche noch immer grüne Kletterpflanze. Vorne I. Erbse. Frühstück bei Stefanie.